Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung heute. Vielen Dank. Niemand kann sagen, er habe nichts gewusst. Donald Trump, zurzeit auf Reisen. Er verhält sich als Präsident in Washington genauso, wie er es als Unternehmer, als Fernsehheld und als Wahlkämpfer getan hat. Er lügt, er beleidigt, er feuert zum Beispiel den FBI-Chef, wenn der ihm mit seinen Ermittlungen auf die Pelle rückt. Was vor Monaten noch als unseriöse Küchenpsychologie abgetan wurde, das muss man jetzt im Lichte des Weißen Hauses ernster fragen. Darf jemand, der so selbstbezogen, so kindisch und impulsiv agiert, darf der noch Präsident sein, einen Job machen, bei dem er über Krieg und Frieden entscheiden kann, vielleicht innerhalb von Minuten? So zur Erinnerung zwischendurch, Donald Trump ist kein Spross einer durchgeknallten Diktaturendynastie. Er ist der vom Volk gewählte Präsident. Aber wie könnten ihn die Amerikaner auf demokratische Weise wieder loswerden, wenn sie es denn überhaupt wollen? Hart aber fair mit diesen Gästen. Dieter Kronzucker, der Journalist und ehemalige Washington-Korrespondent, sagt, mir tut es in der Seele weh, wenn ich nach Amerika schaue. Dieses großartige Land ist auf gemeinsamen Werten aufgebaut worden. Werte, die Donald Trump nicht kennt oder die ihm völlig egal sind. Erich Schmidt-Enbrum, der Geheimdienstexperte, ist überzeugt, Geheimnisse an die Russen verraten, das geht gar nicht. Ich glaube, die amerikanischen Dienste wollen Trump entmachten. Sie haben so viel über ihn in der Schublade, dass es ihn das Amt kosten kann. Katja Gloger, die Stern-Journalistin, war Korrespondentin in Moskau und Washington und sagt, natürlich lachen die Russen sich gerade ins Fäustchen, aber es ist überhaupt nicht in Putins Interesse, dass die USA als Führungsmacht komplett ausfallen. Bastian Hermisson, der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, sagt, die amerikanische Bevölkerung ist tief gespalten, befindet sich quasi in einem politischen Bürgerkriegszustand. Da bräuchte es jetzt dringend politische Führungsfiguren, die einen können, anstatt weiter zu spalten. Alexander Graf Lambsdorff, der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, stellt klar, Trump benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Aber deshalb wurde er auch gewählt. Und erst wenn seine Wähler unruhig werden, muss er sich wirklich Sorgen um seinen Job machen. Und später in der Sendung Bärbel Wardetzki. Die Psychotherapeutin sagt, Trump wollte wahrscheinlich gar nicht Präsident werden, sondern nur die Wahlen gewinnen. Im narzisstischen System geht es ums Gewinnen, nicht um Verantwortung. Es ist schwierig, bei einer solchen Sendung nicht in so einen Trump-Bashing-Grundton zu verfallen. Deswegen frage ich das mal ganz wertfrei. Welche Schlüsse darf man zum Beispiel aus diesen drei, ich nenne sie mal, bemerkenswerten Vorgängen ziehen? 9. Mai. Trump feuert FBI-Chef Comey. Der ermittelte gerade gegen einige Trump-Mitarbeiter und deren mutmaßliche Wahlkampfabsprachen mit Russland. Eine der öffentlichen Trump-Begründungen für Comeys Entlassung? Er hat keinen guten Job gemacht, ganz einfach. 10. Mai. Trump trifft den russischen Außenminister Lavrov zu Gesprächen im Weißen Haus. 5 Tage später berichtet die Washington Post, dass Trump gegenüber Lavrov Geheimdienstinformationen ausgeplaudert haben soll, die nicht einmal für befreundete Geheimdienste bestimmt waren. Das Weiße Haus dementiert erst noch, aber Trump gibt am nächsten Tag alles zu. Er habe das absolute Recht, solche Fakten mit Russland zu teilen. 16. Mai. Der 3. Skandal in einer Woche. Die New York Times berichtet, dass Trump im Februar versucht haben soll, den damaligen FBI-Chef Comey zu beeinflussen. Der Präsident habe ihn gebeten, die Ermittlungen gegen seinen zurückgetretenen Sicherheitsberater Flynn einzustellen. Und Trumps Reaktion nach einer Woche mit 3 Skandalen? Er sieht sich als Opfer. Schaut euch an, wie ich gerade behandelt werde. Vor allem von den Medien. Kein Politiker in der Geschichte, und ich sage das aus tiefster Überzeugung, ist je unfairer behandelt worden. Oder more unfairly.
jammert ein Präsident, Herr Kronzucker. Sie schauen schon lange auf Amerika, haben von dort berichtet, haben von hier weitergeguckt. Das, was Amerika mit Donald Trump in dieser einen Woche nur erlebt hat, ist das so eine typische Hauptstadtaufgeregtheit oder ist es eine Staatsaffäre? Ja, zunächst einmal ist es halsbrecherisches Tempo. Im Sinne des Wortes, es könnte sich den Hals dabei brechen. Mhm. Wenn man es vergleicht mit anderen Präsidenten, auf die er sich auch bezieht, zum Beispiel Ronald Reagan, dann muss man sagen, dass er gleichzeitig die Wahrheit von gestern heute Lügen straft. Und das ist mir bei keinem Präsidenten vorher so unterkommen. Und ich muss auch sagen, was mich am meisten stört, ist die Banalisierung des Präsidentenamtes. Das hat nicht einmal Richard Nixon geschafft, damals bei Watergate. Ist das eigentlich reparabel? Also wenn da ein neuer Präsident ist, hängt dann noch was in den Tapeten? Oder ist das mit dem Namen Trump so verbunden, dass ein neuer Präsident wieder da anfangen könnte, nämlich mit der Würde des Amtes und des Hauses? Na gut, die Gründerväter haben ja mal die Vereinigten Staaten ins Leben gerufen, indem sie an den Common Sense, die Vernunft, appelliert haben und an Check and Balances, also das Gleichgewicht der Kräfte. Und auf beides nimmt dieser Präsident keine Rücksicht. Das heißt, insofern ist er eigentlich ganz neu in der amerikanischen Geschichte. Ich wüsste nicht, wer ihm da gleich käme, außer dieser Militarist Andrew Jackson. Aber von dem reden wir nicht, das war eine andere Zeit. Frau Glucker, Sie haben ja gerade gehört, er beklagt sich vor Soldaten über eine unfaire Behandlung, die unfairste in der Geschichte. Wenn Sie das hören, können Sie das nachvollziehen? Sind Medien in Washington anders unterwegs als zum Beispiel bei uns? Verstehen wir da was nicht richtig? Nun ist es bei keinem Präsidenten, soweit ich es erinnern kann, in solcher Massivität und Intensität zu sogenannten Leaks aus seiner eigenen Verwaltung und Administration gekommen, wie bei Trump schon in den vergangenen ersten vier Monaten seiner Amtszeit. Was ist der Grund dafür? Ist das eine Art Notwehr? Es mag die Verzweiflung der Mitarbeiter sein, es mag Berechnung sein, es mag einfach auch nur Anstand sein, ein bisschen darüber zu berichten, wie dieser Präsident wirklich regiert. Eine Aufmerksamkeitsspanne ja offensichtlich von kaum mehr als 30 Sekunden. Mitarbeiter greifen ja mittlerweile zu einem Trick, indem sie in die Memos, die sie ihm geben, die Tischvorlagen, möglichst oft den Namen Trump schreiben, damit seine Aufmerksamkeit bleibt. Also so viel Leaks wie eigentlich nie. Zum Zweiten gibt Trump ja selbst das Tempo vor. Also mit seinen regelmäßigen Twittern, den Dementis von Twittern, von Tweets, macht er die Sache jeden Tag schlimmer. Und die Presse macht ihren Job. Sie macht nicht nur ihren Job, sie freut sich darüber, dass sie endlich einen Watschenmann hat. Ja. Also ein Wechselspiel, was die Sache, Sie wiegen den Kopf, der Geheimdienstexperte und die Geheimdienste spielen eine große Rolle, werden sie vermutlich auch noch spielen. Die Ermittlungen laufen, Herr Schmidt-Ebenbohm, warum haben Sie gerade so abwägend mit dem Kopf geschüttelt? Für mich war eigentlich schon seit November absehbar, dass sich in dieser Weise das entwickeln wird, dass es nachhaltige Leaks gibt, weil Trump in seinem Wahlkampf die amerikanischen, sagen wir nochmal, Leaks, also Indiskretionen. Indiskretionen, Herausspielen von Papieren, Informationen. Weil Trump schon in seinem Wahlkampf die CIA als Teil des alten Establishments angegriffen hat, ihr vorgeworfen hat, sie hätte durch Lügengeschichten den Irakkrieg legitimiert. Und er hat auch angekündigt, er würde diesen gigantischen Machtfaktor in den Vereinigten Staaten, über 20.000 Mitarbeiter, Etat von 15 Milliarden Dollar ungefähr, stürzen und unter seiner Präsidentschaft wird der Nachrichtendienst an Einfluss und Macht verlieren. Und damit war für mich von vornherein klar, dass er sich damit einen sehr, sehr gefährlichen Gegner geschaffen hat. Und das ist dann nach und nach immer deutlicher geworden, je intensiver die Nachrichtendienste die Chance hatten, Informationen an die Medien zu spielen, desto intensiver haben sie das genutzt. Und ich gehe davon aus, dass dieser Kampf sich noch geraume Zeit fortsetzt und dass Herr Trump dabei unterliegen wird.
weil die Guten gewinnen, um in der Diktion von Trump zu bleiben, in diesem Fall die Geheimdienstler? Die Geheimdienste sind nicht unbedingt die Guten, aber sie sind ein entscheidender Machtfaktor und sie haben vor allem das Spielzeug dazu. Es ist ja nicht die große Leistung wie bei Watergate von investigativen Journalisten, sondern die sitzen eigentlich da und sind in der glücklichen Lage, dass ihnen die Nachrichtendienste eine Indiskretion nach der anderen zuspielen, sowohl aus der CIA wie aus dem FBI. Und jetzt hat sich Herr Trump auch noch den Secret Service, zuständig für seine persönliche Sicherheit und das Weiße Haus, zum Feind gemacht, indem er diesen etwas merkwürdigen persönlichen Leibwächter Keith Schiller dem Secret Service vor die Nase gesetzt hat. Also er hat seinen Bodyguard, mit dem er unterwegs ist, den als Chef vorgesetzt. So, das ist natürlich Stoff für viele, viele Leaks, die kommen werden. Herr Hammersson, Sie leben und arbeiten in Washington als Leiter des Büros der Bernd-Böll-Stiftung, sind mit einer Amerikanerin verheiratet. Sie haben eben dem Präsidenten gehört, der sich beklagt hat, unfair behandelt worden zu sein. Wenn ich jetzt höre, was ihm noch alles drohen kann aus den Diensten, können Sie diese Sichtweise vieler, vieler Amerikaner, die ja auch noch zu ihm halten, verstehen, dass da jemand zur Schlachtbank geführt werden soll von finsteren Mächten, Washingtoner Mächten? Man muss sich mal versetzen in die Rolle eines Trump-Wählers, wie das für die ist in dieser Zeit. Ja. Die haben seit anderthalb Jahren von Trump gehört, das ganze Washingtoner System ist korrupt, die Presse lügt. Und jetzt braucht es einen starken Mann, einen Außenseiter, der reinkommt und mal richtig den Laden aufräumt und das alles auseinandernimmt. Er hat die Wahl gewonnen, jetzt ist er in dieser Situation. Und als Trump-Wähler ist natürlich das Gefühl, dass jetzt das System zurückschlägt, was hier gerade angeklungen ist. Aus meiner Sicht ist das nicht so. Es greifen einfach die demokratischen Checks and Balances. Aber für viele Trump-Wähler ist der Eindruck tatsächlich, dass jetzt das System, das FBI, die Geheimdienste, die Medien zu Tricks und Kniffen greifen, um ihn loszuwerden. Also wenn Trump sagt, das, was jetzt passiert, diese Ermittlungen, die spalten das Land, dann hat er damit recht, vorausgesetzt, man sagt nicht, das Land war eh gespalten, da kann jetzt gar nicht mehr viel passieren. Der größte Spalter der US-Gesellschaft war Donald Trump ja selbst. Also es sind ja die Rechtsnationalisten in den USA oder in Europa, die die Spaltkeile in die Gesellschaft reintreiben. Aber der Boden ist jetzt bereitet. Ja, und es ist tatsächlich so, die US-Gesellschaft ist derzeit gespaltener als je zuvor. Die Menschen reden nicht mehr miteinander, die schauen unterschiedliche Medien, die haben komplett unterschiedliche politische Vorstellungsbilder. Und das ist eine Frage, wo ich mir schon Sorgen um die Demokratie in den USA auf Dauer mache, weil ich denke, eine Gesellschaft, die sich ja quasi in so einem politischen Bürgerkrieg befindet, wo es nur absoluten Sieg und Niederlage gibt, wie kann die noch zusammenkommen? Und Trump trägt natürlich dazu bei, dass diese Spaltung noch mal stärker wird. Sie sagen, Sie machen sich Sorgen, Herr Lambsdorff, von deutschen Politikern. Ich glaube, auch von Ihnen war immer zu hören, Trump mag ja schwierig sein. Sie sagen, sich als Elefant im Porzellanladen aufführen. Aber das System in den Amerika, in den Vereinigten Staaten, Checks and Balances, also Kontrolle und Machtbalance, das ist stabil. Sind Sie sich nach dieser Woche noch so sicher? Ja, weil die Checks and Balances greifen ja an. Sie greifen ja die Macht der Exekutive, also den Präsidenten, der ja nach den Verfassungsvätern der Amerikaner auch sozusagen ein Ersatzkönig ist eigentlich. Sie greifen den an. Also wenn der Präsident in seinem Tweet schreibt, I have the absolute right, ich habe das absolute Recht, was zu tun, dann irrt er sich total. Kein Präsident steht losgelöst von den Gesetzen über diesen Checks and Balances. Und die Ernennung eines Sonderermittlers von der Statur von Bob Mueller, diesem FBI-Chef. Das ist ja ein Schlag ins Kontor für ihn, wo er merkt, dass diese Checks and Balances funktionieren. Aber ich kann Herrn Hermisson nur zustimmen. Die Gesellschaft in den USA ist fundamental tief gespalten. Und das ist nicht erst seit Trump so. Da muss ich widersprechen. Das ging schon 1994 los mit Newt Gingrich, mit der Gründung von Fox News, mit dieser ganzen Auseinanderentwicklung. Und was in der New York Times steht, mit Verlaub, ist dem normalen Trump-Wähler herzlich egal, weil das ist ja ein Teil dieses liberalen Ostküsten-Eliten-Establishments, das sind genau die Leute, gegen die man den Trump ins Weiße Haus gewählt hat, damit er in diesem Porzellanladen möglichst viel Porzellan auch zerschlägt. Darf ich da was ergänzen? Gerne. Also es ist ja ganz interessant, man sagt ja oft, Ronald Reagan war so einer wie Trump von ganz rechts. Unter Ronald Reagan wurde jedes Gesetz im Repräsentantenhaus von einem Demokraten und einem Republikaner zusammen vorgeschlagen. Ja. Alle Gesetzesvorschläge trugen zwei Namen,
und zwar von den gegensätzlichen Parteien. Das ist unter George Bush schon nicht mehr passiert, unter Obama nicht mehr passiert. Unter Bill Clinton ist es schon, fing das schon an. Ja. Also dieses Auseinanderklaffen der amerikanischen Gesellschaft ist etwas sehr Betrübliches. Was man daran sehen kann, ist, dass eine traditionelle Partei wie die Republikaner 1994 angefangen haben, den Populisten hinterherzulaufen, immer weiter nach rechts außen zu gehen. Die gemäßigten Republikaner der Mitte spielten zum Schluss überhaupt keine Rolle mehr, die sogenannten Rockefeller Republicans. Die waren total am Rand und die Republikaner sind immer weiter nach außen gegangen, bis sie das Opfer ihrer eigenen Strategie geworden sind und jemand von außen, nämlich Trump, sich auf das System draufgesetzt hat, das inzwischen komplett kaputt war. Das ist übrigens auch eine Lektion für Parteien in Europa. Man möge bitte nicht, wenn man eine konservative Partei ist, den Versuch machen, Populisten zu imitieren. Am Ende gewinnen die. Und das sehen wir bei Trump, denn der ist eindeutig ein Populist. Frau Gloger. Nun hören wir seit der vergangenen Woche, die Ereignisse haben wir eben noch mal Revue passieren lassen, wir hören seit der vergangenen Woche sehr intensiv und sehr oft das Wort Impeachment, Amtsenthebungsverfahren. Damit, ehrlich gesagt, wäre ich vorsichtig. Darf ich auch damit vorsichtig sein, indem wir das erstmal erklären nachher? Sie sind ja alle zu Hause in dieser amerikanischen Welt. Ich genieße das sehr, von Ihnen Insider-Einblicke zu hören. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten. Und mit dem Impeachment möchte ich mich gleich noch mal beschäftigen, wie das eigentlich geht und was das für ein Prozess ist. Ist das was Juristisches? Ist es was Politisches? Eine Nummer der vergangenen Woche war ja, dass er angeblich im Oval Office steht und eigentlich Geheimnisse verrät, die nicht mal für andere Geheimdienste, befreundete Geheimdienste gedacht waren. Herr Schmidt-Imbohm, das ist ja einer der Kern der Vorwürfe, die sich auch beziehen darauf, dass er schon in seinen Wahlkampfzeiten massive Unterstützung bekommen hat aus Russland. Nach allem, was Sie aus der Geheimdienstwelt wissen, darum wird es sich ja in den kommenden Wochen auch bei dem Sonderermittler drehen. Hat er Kontakte? Ist er gefördert worden? Gibt es da eine Fingerei von Putin in Washington? Was wissen Sie darüber? Soweit ich das bisher beurteilen kann, gibt es diese Fingerei. Nachhaltige Kontakte zwischen seinem Wahlkampfteam und den russischen Botschafter in Washington, auch viele andere Kontakte. Und darüber ist ja schon sein erster Sicherheitsberater, Flynn, gestolpert. Jetzt gerät ins Visier der Ermittler sein Schwiegersohn. Und damit kommen die Einschläge natürlich noch ein deutliches Stück näher. Und was den anderen Fall betrifft, muss man sagen, er hat offensichtlich Mossad-Agenten mit ihrem Standort im Kernbereich des sogenannten Islamischen Staates verraten. Nicht dem Namen nach, aber den Ort. Und wenn wir betrachten, wie der IS Spionageabwehr macht, dann ist es nicht Florett, dann ist das Schwert. Die haben vor einiger Zeit einige tschetschenische IS-Kämpfer hingerichtet, auf den vagen Verdacht hin, dass die für den russischen Auslandsnachrichtendienst SWR arbeiten. Also Trump hat Mossad-Agenten in große Lebensgefahr gebracht. Was bedeutet das? Die Frage ist ja, was bedeutet das? Und Herr Schmidt-Imbohm hat die Prahlsucht. Ja, aber das ist das, wovon es ausgeht. Aber das hat ja für uns ganz konkrete Auswirkungen. Die Nachrichtendienste, auch unsere, sind ja da unterwegs, um den Terrorismus zu bekämpfen. Und für die CIA hat es die allergrößten Auswirkungen, weil der Mossad jetzt natürlich die Schotten dicht macht und nicht mehr jede Information an die CIA durchgibt. Und das gefährdet die Sicherheit des Westens insgesamt, auch unsere hier in Deutschland, wenn die Nachrichtendienste sich nicht mehr vertrauen können, wenn ihre Quellen von regierungsamtlicher Stelle offengelegt werden, dann gefährdet das unsere Sicherheit, weil wir unter Umständen Informationen nicht bekommen, rechtzeitig, um uns vor Anschlägen zu schützen. Und deswegen ist diese Tat des Präsidenten, wenn sie denn stimmt, ist diese Tat, die, finde ich, wirklich ernstzunehmendste Gefährdung der westlichen Sicherheit und auch der Sicherheit der USA. Und im Raum steht das Motiv Prahlsucht, wozu das führt, nämlich, wie ich finde, zu einer bitteren Posse. Das kann ich Ihnen zeigen, wenn Sie sich mal anschauen, wie der russische Präsident Putin und sein Außenminister darauf reagieren. Das ist lustig, aber eigentlich ist es sehr bitter. Es ist eine politische Schizophrenie, die sich in den USA breit macht. Anders kann ich mir die Vorwürfe, dass Trump im Gespräch mit unserem Außenminister Geheimnisse verrät, nicht vorstellen. Ich habe übrigens heute mit ihm darüber gesprochen und in scherzhafter Form gesagt, dass er eine Abmahnung verdiene, weil er uns die Geheiminformation nicht weitergegeben hat. Nicht mir und nicht den russischen Geheimdiensten. Das ist gar nicht gut von ihm.
Außerdem, wenn die US-Administration es für machbar hält, sind wir bereit, das Gesprächsprotokoll des Treffens zwischen Lavrov und Trump dem US-Senat und Kongress zu übergeben, wenn die US-Administration das will. Graf Lambsdorff, Putin scherz subtil, da muss man jeden Gesichtsmuskel bei ihm beobachten. Der Außenminister, der lacht sich offen schief. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Bilder gesehen haben? Sie waren folgerichtig. Natürlich freut sich der Kreml über diesen ganzen Trubel, diesen ganzen Ärger, den sozusagen der Hauptkonkurrent, der weltpolitische Hauptkonkurrent im Moment hat. Und überall ist ja die Rede davon, Russland hat sich in den Wahlkampf eingemischt. Die russischen Kontakte zum ehemaligen Sicherheitsberater Flynn waren nicht in Ordnung. Man versucht, russische Kontakte zu verschleiern. Das heißt, plötzlich ist Russland, einem inneren eher schwaches Land, plötzlich wieder ein Akteur auf Augenhöhe. Und dass das für Wladimir Putin und Sergei Lavrov eine wunderbare Sache ist, das sah man in diesen Bildern an. Das kann aber ja nicht im Interesse der USA liegen, denn im Moment gibt es ja wirklich Wettbewerbe und zwar strategischen Wettstreit in ganz schwierigen Regionen im Nahen und Mittleren Osten. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Da ist es am offenkundigsten. Aber das ist ja auch eine Demütigung, ne? Das ist eine Demütigung des amerikanischen Präsidentenamtes, ne? Nicht nur dieses Herrn Trump, sondern überhaupt der Präsidentschaft, ne? Also sowas haben wir noch nie erlebt, dass also die so in die Knie gezwungen werden. Ich meine, da kommen wir später drauf, aber er hat ja die Flucht ergriffen und ist in den Nahen Osten gereist, wo er dann wieder etwas Glanz zurückgewinnen kann. Ne? Ja, können wir das mal kurz abhandeln? Das ist nicht das eigentliche Thema, aber zum Beispiel heute an der Klagemauer, viele haben es in der Tagesschau gesehen, er hält Reden, verspricht den Nahostfriedensprozess in Gang zu bringen mit dem größtmöglichen Deal. Kann das etwas reparieren, was zu Hause kaputt gegangen ist? Wer traut sich da eine Antwort zu? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass mit der Einsetzung eines Sonderermittlers wie Bob Mueller, der wirklich jeden Mitarbeiter befragen kann und die müssen dann unter Eid aussagen, die müssen jetzt privat sich aber das anwählen. Dauert. Ja, Herr Kronzucker, natürlich dauert das, aber diese Reise ist in ein paar Tagen vorbei. Die Sonderermittlungen dauern an. Ich glaube, ich finde, Frau Gloge hat völlig recht, wenn sie sagt, über ein Amtsenthebungsverfahren zu reden jetzt, das tun manche Journalisten, aber das ist nicht seriös. Die Unterstützung bei seinen Anhängern ist nach wie vor groß. Aber auf die Strecke wird so eine Auslandsreise auch das Bild an der Klagemauer, glaube ich, den Druck in Washington nicht lindern. Frau Gloger, lass uns mal zurückgehen auf dieses Verhältnis Putin, der da Scherze macht und der amerikanische Präsident. Sie haben ein Buch geschrieben über Putin, kennen sich in Moskau sehr gut aus. Was glauben Sie, wenn Sie in seinen Kopf gucken könnten, was glauben Sie, wie denkt Putin über diesen Mann im Weißen Haus? Wir wissen ja, wo Wladimir Putin herkommt, welche Ausbildung er genossen hat und dass er auch aufgrund seiner langjährigen KGB-Ausbildung und Erfahrung, dass er sehr wahrscheinlich ein ziemlich guter Menschenkenner ist. Ich glaube, dass auf russischer Seite mit dem Wahlsieg von Donald Trump zwei Hoffnungen verbunden gewesen sind. Zum einen, dass sich zwei Männer von Angesicht zu Angesicht hinsetzen können, an einen Tisch die Probleme der Welt, die gemeinsamen Interessen definieren können und entsprechende Deals. Also keine abschließen. Frau oder wie? Zwei Männer, Putin und Trump. Zum Zweiten war damit die Hoffnung verbunden, dass Russland nun wirklich wieder auf Augenhöhe mit den USA betrachtet wird, global betrachtet wird und als globaler Player gemeinsam Probleme lösen kann. Diese großen Erwartungen, auch der regelrechte Enthusiasmus, den wir in Moskau nach der Wahl gesehen haben, Autokorso mit amerikanischen und russischen Flaggen, der russische Präsident, der gesagt hat, wir waren die Einzigen, die diesen Wahlsieg vorausgesagt haben. Dieser Enthusiasmus ist aber sehr wohl einer Ernüchterung gewichen, denn Unberechenbarkeit in diesen komplizierten Zeiten ist auch für Russland ein politisches Problem. Also Amerika geschwächt zu sehen, Amerika und seinen Präsidenten und das Amt ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, wie wir das eben gesehen haben, das ja. Aber Chaos oder gar Agonie, das nein. Und das muss man denken. Das muss man sektoral verschieden sehen. Ich denke, Putin ist sehr glücklich, dass er die Angelegenheit in Syrien mit einer schwachen USA zunächst mal schnell mit Erdogan regeln kann.
Wie sich das dann auf anderen Kriegsschauplätzen des Kalten Krieges des Neuen auswirkt, das muss man noch sehen. Aber für Syrien sehe ich Putin durchaus in der Rolle, dass er sagt, gut, dass Herr Trump so außerordentlich schwach ist. Ich denke, eine zentrale Frage für Russland seit langer Zeit ist doch, Europa von den USA zu spalten. Ja, das ist ein ganz zentrales strategisches Ziel. Und an der Stelle sehen wir jetzt ja schon die ersten Brüche, ja? Den Ansehensverlust. Was bedeutet das für uns in Deutschland? Das bedeutet für uns zweierlei. Auf der einen Seite, dass wir mit einer USA, die ein unberechenbarer Partner geworden sind, immer noch der zentrale Partner in der Welt, aber unberechenbar, stärker in eine eigene Verantwortung kommen, in Europa und natürlich auch in Deutschland. Wenn ich an die Stärken der Vereinten Nationen denke, an die internationale Klimapolitik, wo wir wieder in die Vorderhand kommen müssen. Das bedeutet aber auch, dass wir uns von den USA nicht komplett abkapseln dürfen an der Stelle. Das würde Russland in die Hände spielen und das würde den Westen endgültig spalten. Wir dürfen nicht vergessen, die USA sind ein vielfältiges Land. Wir haben von den Checks and Balances gehört. Es ist weiterhin eine lebendige Demokratie, wo es viele Partner auf der anderen Seite gibt, mit denen wir den Kontakt weiter pflegen sollen. Und es ist ja absolut ungewiss, wie die Geschichte ausgeht. Trump ist nicht Amerika. Diesen Satz, glaube ich, muss man sich immer vorhalten. Und mit dem, was wir erleben, also Gegenwind in der Presse, Skandale, politischer Gegenwind, das ist etwas, was Trump ja gewohnt ist. Man hat manchmal den Eindruck, dass ihn das sogar befeuert. Aber jetzt gibt es eine neue Qualität, eben jener Sonderermittler, den er an den Hacken hat. Robert Mueller, ein ehemaliger FBI-Chef, ist seit Mittwoch Sonderermittler im Fall Trump. Das bedeutet, er kann sich alle interessanten Unterlagen kommen lassen, Zeugen befragen und am Ende sogar Anklage erheben. Dafür kann er sich so viel Zeit nehmen, wie er will. Eingesetzt wurde Mueller vom Justizministerium. Er kann auch nur vom Justizministerium wieder entlassen werden. Der Präsident hat dazu kein Recht. Eigentlich. Wie ein Präsident einen Sonderermittler doch loswerden kann, hat Richard Nixon 1973 gezeigt. Er wollte den damaligen Sonderermittler Archibald Cox, der ihm auf den Fersen war, feuern lassen. Der Justizminister und sein Vize ließen sich nicht von Nixon unter Druck setzen. Sie weigerten sich, Cox zu entlassen und traten nacheinander am selben Tag zurück. Erst dieser Mann, der nächste in der Hierarchie des Ministeriums, erklärte sich dazu bereit. Und so wurde der Sonderermittler am Ende doch rausgeschmissen, 10 Monate vor Nixons eigenem Rücktritt. Herr Grundzucker, wenn so ein Sonderermittler ernannt wird, hat Trump ab jetzt Grund, sehr schlecht zu schlafen? Ich glaube, dass der nie schlecht schläft. Ja, es ist sogar bekannt, dass er früh aufsteht und früh ins Bett geht. Und außerdem sieht er viel fern, da schläft man ja bei einem in Amerika. Ja. Es ist, ich meine, das Programm dort halt, nicht unseres natürlich. Ja. Aber es ist so, dass der Mann ja offenbar auch gar keine Tankstelle braucht, um Energie aufzuladen. Der startet ja einfach durch. Rote Fahnen sind für ihn wie ein rotes Tuch, da muss man durch. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass dieses Damoklesschwert, was er da über sich hat, dass er das gar nicht spürt oder ablehnt. Beziehungsweise kann ja noch sein, wir haben darüber noch nicht geredet, aber es kann ja einfach noch sein, wie Sie am Anfang gesagt haben, dass er vielleicht nur siegen wollte bei Wahlen und eigentlich gar nicht regieren. Vielleicht wird er wie eine beleidigte Leberwurst zurücktreten. Nein, sagt Herr Schmidt-Emo. Nein, infantiler Egomane tritt nicht zurück. Das werden wir gleich, das finde ich schön, wenn man natürlich da in diesem Bereich zwangsläufig kommt. Aber wir haben eine Expertin da, eine Ärztin, die sich damit befasst hat. Und da würde ich gerne gleich mit ihr drüber reden. Würden Sie eigentlich Trump so ein radikales Vorgehen gegen den Sonderermittler zutrauen, Herr Kronzucker, wie es Nixon gemacht hat? Auch wenn es nur 10 Monate gedauert hat, bis er selbst ging? Na ja, gut, das ist ein Mann, der jetzt nicht diese politischen Bedenken hat, die Nixon sicherlich hatte, sondern der geht nach seinem Gefühl vor. Und sein Gefühl ist nicht gebremst durch Tugenden oder Werte,
Also wird er sicherlich versuchen, den abzusetzen, wie das geht. Vielleicht gibt es einen dritten Mann im Justizministerium, den wir noch nicht kennen. Er kann den ersten Mann nicht entlassen. Er kann den Justizminister nicht entlassen. Jeff Sessions. Doch. Jeff Sessions ist ein ehemaliger Senator aus Alabama, einer der ultrakonservativsten von den normalen Republikanern, die es überhaupt gibt. Einer, der von ganz Anfang an Trump in seiner Kandidatur unterstützt hat. Und Jeff Sessions als Justizminister zu entlassen, das wäre für Trump ein GAU innerhalb der Republikanischen Partei. Also den Weg, den Nixon gegangen ist, der ihm ja im Nachhinein auch geschadet hat. Ich wollte nur hat. Sagen, dass der sich zurzeit zurückhält. Ja, Der Sessions, der Justizminister, der amerikanische, das ist eine weitere Arabeske hier, darf zu Russland nichts sagen, weil er selber Gegenstand von Untersuchungen ist. Und sein Stellvertreter Rosenstein hat den Müller eingesetzt. Also das ist schon fast wie früher die Kremlologie, was wir hier betreiben. Frau Gloger, aber unabhängig davon ist Frau Gloger, eine Frage. Wir kennen ja Sonderermittler auch noch von Clinton. Der hatte auch einen Sonderermittler am Hals in der Lewinsky-Affäre. Und diese Ermittlungen haben dem Präsidenten sehr geschadet. Aber Clinton hatte ja auch einen Ruf zu verlieren. Wie ist es in diesem Fall? Kann man da überhaupt noch was verscherzen? Also die Ermittlungen im Fall Clinton begannen ja gar nicht mit Monica Lewinsky. Die begannen ja mit einer ganz anderen mutmaßlichen Affäre noch aus seinem ehemaligen Bundesstaat. Und haben sich dann, und das ist das Problem bei solchen Ermittlungen, sie haben sich über Jahre und Jahre und Jahre gezogen, immer weiter in die Details, ob das nun schmutzige Wäsche war oder nicht schmutzige Wäsche war, aber immer weiter in die Details. Es war Wäsche, Kleider. Und das schadet dem politischen Prozess enorm. Es gibt ja nun doch ein paar andere Probleme, die zu lösen und zu bewältigen sind. Und wenn sich eine ganze Administration und nicht nur ein Präsident, wenn sich eine ganze Administration in Wahrheit dann irgendwann mit nichts mehr anderem beschäftigen kann, schadet das dem politischen Prozess in diesem Land. Herr Schmidt-Ebenbaum, wie muss man sich das jetzt gerade in den Büros vorstellen, in den entsprechenden Administrationen, im Weißen Haus und anderswo? Werden da jetzt Festplatten geputzt, werden Akten vernichtet, wohl wissend, dass da morgen der Sonderermittler anklopfen könnte? Die würden sich strafbar machen, wenn sie es denn täten. Denn der wesentliche und erste Ansatzpunkt für ein Impeachment ist immer Behinderung der Justiz. So wie die Berliner Senatsverwaltung. Ja, also wir haben es ja auch bei Watergate erlebt. Das ging um die Aufklärung eines Einbruchs bei den Demokraten in ihrem politischen Hauptquartier. Und erst im Laufe der Ermittlungen sind die richtig schweren Vergehen von Nixon und seinem Stab dabei zutage getreten. Und wenn Trump den Fehler begeht, dass er sich an dieser Flanke verwundbar macht, dann, wir kommen noch zum Impeachment, dann gibt es dafür gute Voraussetzungen. Aber nur gute Voraussetzungen, weil es natürlich erstmal abzuwarten gilt, wie sehen denn die Wahlen in 18 Monaten aus? Verlieren die Republikaner da, sind dann eher geneigt, Trump loszuwerden? Oder geht das unbeschadet an den Wahlergebnissen für die Republikaner vorbei? Dann würden sie ein Impeachment nie unterstützen und man braucht ihre Unterstützung. Und ich sage es nochmal, wir erklären gleich, wie das funktioniert oder auch vielleicht nicht funktioniert. Herr Hermeson, nach allem, was wir über Trump gehört haben, ist das jetzt kein Aktenfresser. Keiner, der große Vorbereitungen macht. Könnte es am Ende sein, dass rauskommt, er selbst hat gar nichts gewusst von Kontakten nach Russland, weil er einfach als Überflieger über den Dingen unterwegs war? Es ist zumindest nicht sehr wahrscheinlich angesichts dessen, dass er scheinbar aktiv versucht hat, die bisherigen Ermittlungen zu behindern. Und da fragt man sich natürlich, was ist der Grund, dass der diese Schritte unternommen hat. Das viel schwerwiegendere ist aber, dass diese Gerüchte weiter im Raum stehen. Und je länger öffentliche Gerüchte im Raum stehen, dass der Präsident eventuell selbst mit einer gegnerischen Macht zusammen das Heiligtum der amerikanischen Demokratie, die amerikanischen Wahlen, beschädigt und manipuliert hat, schadet das natürlich dem Ansehen des Präsidentenamtes, das schadet dem Ansehen der amerikanischen Demokratie. Deswegen ist diese Aufklärung, die unabhängige Aufklärung, so dringend vonnöten. Weil der Schaden, der findet jetzt schon statt. Ja, das Herr Lambsdorff, Sie sind ja aktive Politiker in dieser Runde. Es ist ja eben schon angedeutet worden, wenn ein solcher Sonderermittler arbeitet, dann bindet der Aufmerksamkeit. Gehen Leute in die Erdlöcher, anstatt aktiv draußen zu arbeiten. Welche Folgen hätte das für die Politik und damit auch für uns als Verbündete? Also ich glaube, dass ein Sonderermittler, und das haben wir bei Clinton gesehen,
über Monate hinweg wirklich einen unglaublichen Druck auf alle macht. Die sind abgelenkt und können nicht das tun, was getan werden muss. Unvorhersehbar, wie Frau Gloger gesagt hat, ist die Außenpolitik ohnehin schon. Und das bedeutet für uns in Europa, und da bin ich ganz bei dem, was Herr Hermeson eben gesagt hat, wir müssen sozusagen von einem Kontinent, der von der Stabilität, die Amerika in den letzten Jahrzehnten sozusagen für uns hergestellt hat, produziert hat, von einem Konsumenten von Stabilität müssen wir zu einem Hersteller, einem Produzenten von Stabilität werden. Klimapolitik ist genannt worden, Handelspolitik ist genannt worden. Wir müssen Europa zusammenhalten. Das ist eine besondere Frage jetzt für Deutschland und Frankreich mit den Wahlen in Frankreich und bei uns im Herbst. Wir müssen gucken, dass wir auf dem Balkan, wo die Dinge aus dem Ruder zu laufen drohen, wir müssen viel engagiertere, aktivere Außenpolitik als Europäer machen, damit klar ist, wenn Amerika unvorhersehbar wird und selbstbezogen mit diesem Sonderermittler, die Administration sich nur um sich selbst kümmert, dann muss aber die Stabilität des Systems, des internationalen, globalen Systems, das ja unseren Frieden garantiert. Da müssen wir Europäer mehr tun. Also insofern, das hat Konsequenzen. Appelle. Aber der Druck, der da ist, ist ja vielleicht auch nützlich für Europa. Wäre meine Frage gewesen. Haben Sie den Eindruck, dass das angekommen ist? Ich bin da ganz sicher. Also es wird demnächst zum Beispiel zu einer Debatte kommen. Der Herr Trump hat ja an die Saudis und andere einen riesigen Vorrat an Waffen verkauft. Für 120 Milliarden oder so soll das Geschäft sein. Wir diskutieren in Deutschland gerade darüber, dass wir den Saudis keine Waffen mehr liefern. Wenn es wirklich zu einer NATO-Partnerschaft und zu einem Bündnis zwischen Amerika und Europa weiterkommen soll, dann muss darüber geredet werden, was man da tut. Das ist ja im Grunde eine Handlung, die nicht abgestimmt ist mit irgendjemand, außer mit seinem Bestreben, dass er da nicht nur Waffen verkauft für seine Rüstungsindustrie, sondern Jobs schafft für zu Hause und bei seiner Kundschaft im Mittleren Westen sicherlich ein Hallo-Erlebnis hat. Das ist doch nichts Neues. Das ist dieselbe Konstellation, die wir unter George W. Bush hatten, wo die CIA gehindert wurde, saudischen Terrorismus aufzuklären, damit der seine Geschäfte selbst mit dem Vater von Osama Bin Laden machen konnte. Und ich denke, dass sich Herr Trump da möglicherweise auch gar keinen Gefallen getan hat. Weil Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien sind traditionell mit ganz viel Korruption verbunden. Und solche Schmiergeldzahlungen gehen an CIA und NSA nicht vorbei. Und wenn die das dem Präsidenten melden, wie soll Herr Trump denn dann reagieren? Soll er den Deal platzen lassen oder die Informationen unterdrücken, damit sie eine Woche später wieder vorne auf der Washington Post stehen? Das heißt, er hat sich da mit diesen Rüstungsdeals durchaus eine der beiden Achillesfersen in Riad eingehandelt. Zumal er noch dazu gesagt hat, wir werden nicht euch Herren in Arabien vorschlagen, wie ihr eure Menschenrechte zu gestalten denkt. Also das heißt, er sagt sich los von der Politik der Menschenrechte, die ja für viele Jahre amerikanischer Maßstab war in den Verhandlungen mit den Demokratien und Nichtdemokratien in der Welt. Und jetzt sagt er, wir verkaufen euch Waffen und was ihr damit macht, ist uns völlig egal. Was das aber alles zeigt, ist ja eines, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Umgebung Europas, Russland, die Türkei, der Nahe und Mittlere Osten, Libyen und Afrika dahinter, das ist eine Umgebung, in der wir als Europäer jetzt sind. Bei der es vollkommen klar ist, dass wir mehr zusammen machen müssen. Also wer jetzt darüber redet, man könnte in Europa als einzelner Nationalstaat bestehen. Wir ziehen uns alle zurück ins nationale Schneckenhaus und hoffen, dass uns nichts passiert. Gibt ja solche Kräfte auch bei uns in Deutschland inzwischen. Das ist eine total gefährliche Politik, die dürfen wir nicht machen. Wir müssen in Europa, gerade jetzt mit der frischen Wahl von Emmanuel Macron, wir müssen diese Chance ergreifen, uns gemeinsam zusammenzuraufen und zusammen auch zu bleiben in dieser schwierigen Situation und unsere Werte und Interessen zu schützen, wo es nötig ist. Lassen Sie uns noch mal gucken nach Amerika. Wie kann das weitergehen, wenn die übelsten Vorstellungen, die man vor der Wahl hatte, kurz nach der Wahl, man wusste nur nicht genau, wie diese Leerstellen gefüllt werden, aber dass viele Menschen ja auch gesagt haben, ach, warte mal ab, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und nun stellen wir fest, es passiert genau das. Also, wenn diese Dinge so weitergehen, und da ist das Stichwort Impeachment, was kann denn dann geschehen? Wie gibt es einen geordneten demokratischen Prozess, um zu sagen, so kann es im Weißen Haus mit Donald Trump nicht weitergehen? Es gibt einen demokratischen Abgeordneten, der hat dieses Wort, was wir mehrfach gehört haben, Impeachment, nämlich schon mal in den Mund genommen. Ich stehe heute hier, Herr Vorsitzender,
um die Amtsenthebung des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu fordern, wegen der Behinderung der Justiz. Impeachment, das Amtsenthebungsverfahren. Noch nie wurde ein amerikanischer Präsident damit abgesetzt. Zweimal wurde es versucht, ohne Erfolg. Gründe für ein Impeachment können laut Verfassung Verbrechen wie Hochverrat oder Bestechung sein. Aber auch nicht strafbares Fehlverhalten kann theoretisch ausreichen. Impeachment ist ein politischer Prozess, kein juristischer. So funktioniert es. Den Anstoß zur Amtsenthebung gibt das Repräsentantenhaus. Es kann mit einer einfachen Mehrheit das Verfahren eröffnen. Dafür müssten neben den Demokraten auch 24 Republikaner mit Ja stimmen. Verhandelt wird im Senat. Ähnlich wie in einem Gerichtsprozess. Um den Präsidenten abzusetzen, braucht es 2/3 der 100 Senatoren. Somit müssten auch 19 Republikaner gegen Trump stimmen. Herr Hammerson, Sie sind Experte für das amerikanische System, leben in Washington. Und ein anderer, der da auch gerade lebt, aber vielleicht mal wieder zurückkommt nach Bayern, der frühere Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg, der hat gesagt, eine Amtsenthebung ist nur noch eine Frage der Zeit. Sehen Sie das ähnlich? Es müssten ja 2 Bedingungen erfüllt sein. Das hat man im Einspieler gesehen. Es müsste nachweisbar sein, dass es ein schwerwiegendes Fehlverhalten von Donald Trump selbst gibt. Klar, nachweisbar. Herr Schmidt-Imbaum glaubt, dass da einiges in den Schubladen. Ja, aber noch sind wir nicht so weit. Das ist denkbar. Und es braucht einen breiten, parteiübergreifenden Konsens in beiden Kammern, dass dieses Amtsenthebungsverfahren durchgeführt werden soll. Und da sind wir ebenfalls noch lange nicht. Sie haben einen demokratischen Abgeordneten erwähnt, der das Wort bislang in den Mund genommen hat. Aber von Seiten der Republikaner gibt es da noch kaum Bewegung in die Richtung. Es wäre ein langer Prozess. Und die werden das nur tun, wenn ihre eigenen Wähler das von ihnen fordern. Ja, das heißt, die Frage ist wirklich, verliert Trump den Rückhalt seiner eigenen republikanischen Anhängerschaft? Wenn das absehbar ist, dann ist es denkbar, aber im Moment sind wir davon noch sehr weit entfernt. Frau Gloger, in 2 Jahren sind Kongresswahlen. Da wollen viele Republikaner wiedergewählt werden. Die müssen da langsam kalte Füße kriegen. Ein Amtsenthebungsverfahren ist eben die schärfste politische Waffe, die das System hat. Und es muss wirklich hart bewiesen werden, dass sich der Präsident ganz schwerwiegender Verfehlungen dafür schuldig gemacht hat. Und dies ist bislang nicht der Fall. Und was auch Demokraten nicht wollen, ist, dass der Eindruck entsteht, dass nun das demokratische Wahlergebnis, wir können über Details natürlich sprechen, aber dass das demokratisch erzielte Wahlergebnis des vergangenen Jahres, dass das durch den Kongress rückgängig und zunichte gemacht wird. Das würde die Spaltung dieses Landes nur weiter vertiefen und wäre, glaube ich, verheerend für den politischen Prozess. Wenn man absehen möchte, wie sich das entwickeln könnte, sind ein paar Zahlen interessant. Die Frage nämlich, ob Wähler in Amerika in ähnlicher Art und Weise alarmiert sind und klar sagen, der Mann muss weg. So einfach ist das nicht. Die Zahlen haben 2 Wahrheiten. Wahr ist, die Zustimmung für den Präsidenten der USA bröckelt. Nur noch knapp 39% der Amerikaner sind mit der Arbeit von Donald Trump zufrieden. Wahr ist aber auch, unter den Anhängern der Republikanischen Partei ist Präsident Donald Trump nach wie vor sehr beliebt. 77% von ihnen sind mit seiner Arbeit zufrieden. Herr Lambsdorff, kann man das so übersetzen? Trump hat vor allem die Leute gegen sich, die ihn ohnehin schon doof fanden? Ja. Also ganz einfach, so ist das. Ein weiterer Artikel in der New York Times ändert nichts daran, was in Michigan oder in Wyoming oder in Alabama gedacht wird, in den Wahlkreisen, wo er sich durchgesetzt hat. Und die Kongressabgeordneten, übrigens, man muss dazu wissen, der Kongress ist mit Abstand die unbeliebteste politische Einrichtung in Amerika. Mit Abstand. Also wenn im Kongress die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen spüren, dass sozusagen die Leute, die den Trump gewählt haben, dass die von der Fahne gehen, erst dann könnte sich dieser parteiübergreifende Konsens anfangen zu entwickeln. Da sind wir weit von entfernt. Das haben die Zahlen gerade sehr deutlich gezeigt. Deswegen, wenn der Karl Theodor zu Guttenberg so eine Vorhersage macht, das ist nur noch eine Frage der Zeit, ist das schön. Wenn es nicht eintrifft, vergisst man die Aussage. Und wenn es eintrifft, hat er recht gehabt. Hat er eigentlich sehr gut gemacht.
Also wir lernen alle, also ich zumindest in dieser Sendung, unsere Perspektive auf das, was in Amerika passiert, ist eine sehr spezielle, Herr Hermsen. Sie können vielleicht die Brücke schlagen. Sie sind mit einer Amerikanerin verheiratet. In Ihrer Schwiegerfamilie gibt es einige Trump-Wähler. Was sagen die denn heute? Wir müssten doch sagen, die müssten doch eigentlich irgendwo hinrennen und sagen, ich möchte meine Stimme ausradieren. Ist das so? Wenn man sich überlegt, wer die Haupt-Trump-Wähler sind, das sind ja, ist überwiegend die weiße Arbeiterschicht aus der Mitte des Landes. Das sind Leute, die haben ein Land gesehen in den letzten 20 Jahren, was sich enorm gewandelt hat. Da gab es eine enorme Urbanisierung. Die Leute sind vom Land in die Städte gezogen. Die Städte boomen und das Land bleibt zurück. Die Globalisierung und industrielle und Automatisierung hat viele industrielle Arbeitsplätze vernichtet. Es gab geschlechterpolitische Liberalisierung. Das Verhältnis von Männern und Frauen hat sich deutlich liberalisiert und verändert. Es gab zunehmende kulturelle Diversität durch Einwanderung. Und viele, das ist alles sehr klug. Ja. Ich hatte Sie auch privat gefragt, wenn Sie natürlich Angst haben, dass Sie nicht mehr in Ihre Familie zurückkommen, Einreiseverbot haben, dann entlasse ich Sie gerne. Wir verstehen uns wunderbar. Die waren auch zu Besuch, zur Amtseinführung. Wir hatten gleichzeitig Freunde aus New York zu Besuch, die zum Protestieren dort waren. Also es ist möglich, auch in einem Haus... Mit einem Moderator dann. Mediator. Das ist einfach eine Frage, inwieweit man trotzdem noch als Menschen gut miteinander umgehen kann. Ja? Aber nochmal, die Ausgangsfrage war, da ist ja jetzt, sind ein paar Monate ins Land gegangen. Mhm. Haben Sie da Gespräche gehabt, wo Sie den Eindruck hatten, es tut Ihnen leid? Wir haben zwar eine Protestwahl gemacht, wir wollten es denen zeigen, aber diese unsteuerbare Rakete, die da durch Washington zischt und nicht nur dort, die wollten wir auch nicht. Noch ist es nicht so weit. Weil die 8 Jahre Obama hinter sich haben mit dem Gefühl, dieser Obama hat das Land zugrunde gerichtet. Auf deren Seite ist es ja ähnlich, wie wir über Trump sprechen, haben die über Obama gesprochen. Aber, und da komme ich nochmal auf den Sonderermittler zurück, wenn jetzt Monate, vielleicht ein Jahr lang die Administration innenpolitisch nichts durchsetzen kann, kein versprochenes Infrastrukturprogramm, keine versprochenen Steuersenkungen, keine besser bezahlbare Gesundheitsversorgung, die Trump ja für alle Amerikaner irgendwie magisch vom Himmel herunter versprochen hat, dann kann es durchaus sein, dass die Menschen sagen, was interessieren mich jeden Tag diese Russland-Skandale? Ich möchte, dass sich in meinem Alltag etwas ändert und dass sich diese Regierung auch um meine alltäglichen Probleme kümmert. Und dann könnte es sein, dass sich auch auf Seiten dieser Wähler die Stimmung anfängt zu drehen. Ein paar Firmen haben in Amerika ja schon ihre Produktionsstätten, bei denen sie über eine Verlegung ins Ausland nachgedacht hatten, unter rhetorischem Druck des Präsidenten gesagt, nee, wir lassen die Fabriken lieber mal da, wo sie sind, weil nämlich genau diese weiße Mittelschicht, also die weiße Arbeiterklasse, eben von der Fahne gegangen ist. Es gibt ein Buch zurzeit, über das in Washington alle reden, das Klagelied des Hinterwäldlers, Hillbilly Elegy. Das sind die Leute, die sich abgehängt fühlen durch die Globalisierung, wo die Stahlwerke zugemacht haben, wo die Autofabriken zugemacht haben. Das sind die Leute, die damals schon Ronald Reagan gewählt haben, die berühmten Reagan Democrats. Und die haben wieder republikanisch gewählt, obwohl das sonst verlässliche, ja, man würde bei uns sagen, sozialdemokratische Unterstützer der demokratischen Partei sind. Die hätten normalerweise immer einen Demokraten gewählt. Nur Hillary Clinton wollten die auf gar keinen Fall. Und dann hat der Trump gesagt, ich lasse euch die Fabriken da. Da haben sie den gewählt. Und deswegen, mich wundert gar nicht, dass da bisher noch so eine große Unzufriedenheit nicht eingetreten ist. Es sind erst 3 Monate und ein bisschen ins Land gegangen, seitdem er Präsident ist. Die haben da noch ein bisschen Geduld, glaube ich. Und also, Sie erleben vor Ort bei den Menschen durchaus auch positive Ergebnisse bei seinen Wählern. Also wenn man da in die sogenannte Provinz fährt, durchaus positive Stimmung. Kohleindustrie, es funktioniert wieder, die Kohlewaggons rollen, damit und die neuen Rüstungsaufträge und so weiter und so weiter. Also für die Menschen kann das durchaus im Moment zumindest noch eine positive Erfahrung sein. Also eine wichtige Ergänzung zu einer inneren Sicht. Wenn ich jetzt unsere Zuschauer über Brigitte auch zu Wort kommen lasse, dann kriegen wir ja wieder eine Sicht von uns nach Amerika. Es gibt ein Hin und Her, was eben auch damit zu tun hat, dass wir die engsten Verbündeten sind. Was sagen denn unsere Zuschauer? Ja, die gucken natürlich darauf und fragen sich, wie macht dieser Mann Politik, der vielleicht gefährlich wird, der in einem sehr mächtigen Land der Welt das Sagen hat. Die gucken drauf und sind erstmal skeptisch. Und ich fange an mit der Meinung von Markus Buchmeier. Er schreibt sehr kurz, der US-Präsident kennt sich mit Politik nicht aus und tut alles für einen guten Deal. Also da dieses zentrale Stichwort seiner Politik. Und das kann man eigentlich jeden Tag beobachten, gerade in diesen Tagen auch. Und Thomas Miottl schreibt bei uns im Gästebuch, Trumps Besuch in Saudi-Arabien hat mir wieder eines vor Augen geführt. Es geht ihm nicht wirklich um Politik oder Terrorbekämpfung, sondern vornehmlich um Geschäfte. Erst kommt das Fressen, dann die Moral.
So kann man ein Land nicht regieren und es verbreitet auch eine negative Stimmung. Und unsere Zuschauerin Christine Weitz beschreibt sie bei Facebook so: Leid tun mir die, die ihn nicht gewählt haben. Man kann Putin und Trump nicht trauen. Man lebt auf einem Pulverfass, man lebt in Sorge und Angst. Für viele Zuschauer ist es so etwas. Ich muss mal gerade in die Runde fragen, das Wort Angst. Also für jemand, der Politik zuschaut und nicht so viel weiß, wie Sie da alle wissen, teilen Sie das? Angst, ist das etwas, was Sie in den letzten Monaten auch haben oder hatten oder noch haben, wenn Sie an die Entwicklung denken und die Möglichkeiten, die Trump hat mit seinem Atomwaffencode? Seit seiner Entscheidung für die Sunniten und die Saudis und die Golfstaaten und gegen den Iran. Der Iran, der gerade eine Verlängerung seines eher offenen Präsidenten da zu feiern hat. Und er stellt sich gegen den Iran, sehr zur Freude der saudischen Staaten. Aber da habe ich richtig Angst, wenn die jetzt sagen, jetzt bauen wir doch unsere Atomwaffe auf. Ich mag nicht in Weltuntergangsszenarien denken, aber Sorge sehr wohl. Danke, Brigitte. Ja, warum ist Trump gefährlich? Auch da gibt es noch weitere Erklärungsversuche unserer Zuschauer. Dieter Herrmann schreibt im Gästebuch: Gefährlich ist Trump nur deshalb, weil er seine militärische Verfügungsgewalt unkontrolliert einsetzen könnte. Ansonsten ist er mehr die Lachnummer und wird von gewieften Politprofis wegen seiner Unbedarftheit sicher nur belächelt. Ein Dealmaker, vielleicht ein politisch Unerfahrener, aber auch dieses. Peter Theophil schreibt im Gästebuch: Wenn der mächtigste Mensch der Welt ein psychisch kranker Mann mit einer massiven Persönlichkeitsstörung ist, sollte das Grund genug zur Sorge sein. Ich habe Ihnen aber auch den anderen Blick auf diesen großen Präsidenten, auf Donald Trump. Und Mark Vorlander schreibt bei uns bei Facebook: Man kann das Trump-Bashing nicht mehr hören. Würden die deutschen Medien nur einen Funken so viel investigativen Eifer in das Entlarven der Dummheiten deutscher Regierungsmitglieder investieren, wäre man schon dankbar. Im Gegensatz zu unseren Volksvertretern vertritt Trump die Interessen der eigenen Bevölkerung. Du hast eben gesagt, das ist der Blick der deutschen Zuschauer auf Amerika. Wir haben aber auch amerikanische Zuschauer. Einer hat uns geschrieben, er hat deutsche Wurzeln, sagt ganz klar, ich habe den Trump gewählt und ich würde es auch wieder tun. Und Henry Lang schreibt bei uns im Gästebuch: Uns in Amerika ist es vollkommen egal, was Europa denkt. Mir kommt es so vor, als hätte Europa Angst davor, dass Trump Erfolge haben könnte. Und dies würde unangenehme Fragen für die heimische Politkaste aufwerfen. Trump oder nicht Trump ist auch eine Frage der Demokratie. Und viele Zuschauer sagen, lass die Amerikaner mal machen. Der ist demokratisch gewählt worden. Vielleicht wird er auch demokratisch wieder abgewählt. Josephine Fels hat uns eine E-Mail geschrieben. Er wurde gewählt und sollte ihn die Mehrheit tatsächlich wieder loswerden wollen, werden sie ihm das signalisieren müssen. Ja, so ein bisschen sowas wie eine deutsche Überheblichkeit werfen uns manche Zuschauer vor, oder sich selber auch, weil sie sagen, Mann, guck mal auf unsere Geschichte, die letzten 100 Jahre waren wir auch keine lupenreinen Demokraten. Und das vielleicht so zur Erinnerung. Siegfried Baumeister schreibt dazu im Gästebuch: Während derselben Zeit hat sich die US-amerikanische Demokratie als zwar keineswegs fehlerfrei, aber doch stets stabil, krisenfest und sturmerprobt erwiesen. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass sie auch Herrn Trump überwinden wird, so oder so. Dankeschön, Brigitte Bischoff, für diesen Überblick. Gibt es so etwas wie eine Erklärung für das Verhalten von Donald Trump? Kann man Ansätze finden, was noch zu erwarten ist oder was zu tun ist? Fest steht, Trump selbst, der hadert mit seiner neuen Aufgabe. Ich habe mein früheres Leben geliebt. Ich habe so viele verschiedene Dinge gemacht. Das hier ist viel mehr Arbeit als in meinem früheren Leben. Ich dachte, es wäre leichter. Dr. Bärbel Wadecki ist bei uns, psychologische Psychotherapeutin. So viel Arbeit, sagt er. Täuscht der Eindruck, dass der Mann gar keine Lust aufs Regieren, aufs Präsidentsein hat? Also man könnte die Vermutung haben, ja. Und seine Struktur ist ja auch so, dass er eigentlich gar nicht derjenige ist, der für das Gemeinwohl sich einsetzen will, sondern er ist sozusagen so in seinem eigenen Kosmos so drin, dass man den Eindruck hat, dass alles, was er tut, eigentlich nur für sich selber tut. Und die Wähler zum Beispiel verführt, ihn zu wählen, damit er Präsident wird. Aber hinterher, wenn sie ihren Job getan haben, nämlich ihn zu wählen, dann sind sie für ihn uninteressant. Das ist das, was man narzisstische Ausbeutung nennt.
narzisstische Ausbeutung des Wählers in diesem Fall. Anderer Menschen, ja. Anderer Menschen. Wie kann das denn funktionieren? Also es ist doch eigentlich recht durchsichtig. Ja, aber es funktioniert. Wir alle sind schon narzisstisch verführt worden, weil wir alle Bedürfnisse haben. Und narzisstische Menschen oder narzisstisch strukturierte Menschen, die haben zwar wenig Einfühlungsvermögen in den anderen, aber sie haben sehr hohe Einfühlungsvermögen, rauszufinden, was braucht mein Gegenüber. Und das thematisiere ich. Und dann hat er denen gesagt, ja, ihr seid so arm und eure Fabriken sind zu und ich werde euch wieder eine Ehre, eine Wichtigkeit, eine Wertigkeit geben. Das ist ein narzisstisches Bedürfnis. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen vom Gegenüber gehört werden. Und dann stellt er sich hin und sagt, und ich werde euch auch noch retten. Was Besseres gibt's nicht. Das ist Verführung. Und wir alle sind verführbar. Und je größer unsere Bedürfnislage ist, umso stärker werden wir auf sowas reinfallen. Und alle Zweifel, alle Kritik wird sofort ausgeblendet, weil es soll doch bitte so sein, wie wir es uns vorstellen. Und sie glauben es, weil sie es glauben wollen. Die New York Times, die wir vielleicht häufiger zitieren und lesen, als manche Leute in Amerika tun, die hat letzte Woche getitelt, die Welt wird von einem Kind angeführt. Ist das nach Ihrem Handwerk, Ihrem medizinisch-psychologischen Handwerk, ein zulässiger Vergleich, wenn man an seine Sprunghaftigkeit denkt, an sein Beleidigtsein, auf Kritik zu reagieren? Sagen wir mal so, hinter vielen narzisstischen Strukturen steckt eigentlich ein emotional verwahrlostes Kind, was Aufmerksamkeit braucht und was eigentlich Spiegelung seiner Identität braucht. Das ist das Schicksal von Menschen, die sich eine narzisstische Größenfantasie aufbauen. Sie sind Kinder, die keine Identität haben, die nicht wissen, wer sie eigentlich sind, die kein Selbstwertgefühl haben und die machen sich dann ganz groß. Und das ist ein Schutzmechanismus und der funktioniert. Das heißt, das, was sozusagen kindlich in ihm ist, ist dieses verzweifelte Kind, was nicht gesehen und gehört wurde. Und er tut jetzt alles, um gesehen und gehört zu werden. Und die Kränkbarkeit ergibt sich auch daraus. Denn wenn so jemand konfrontiert wird mit Kritik oder mit einer Gegenmeinung, dann berührt es diese Verzweiflung. Und das darf nicht sein. Das heißt, dann drehen sie den Spieß um und machen den anderen zum Bösen und sagen, du hast mich gekränkt und deshalb muss ich dich jetzt verurteilen. Es scheint offenbar ein tiefes Missverständnis zwischen Trump und seinen Motiven und seinen Wählern und deren Motiven und deren Hoffnungen zu geben. Glauben Sie, dass Trump versuchen wird, die Hoffnungen seiner Wähler doch noch zu erfüllen? Das könnte ihm ja auch Befriedigung zu erschaffen, wenn die Leute, die ihm bei der Wahl zugejubelt haben, es ist eine Wiederwahl denkbar oder eine große Zustimmung auch unterwegs. Ich glaube nicht, dass er noch mal 4 Jahre machen will, wenn er die 4 Jahre hinter sich gebracht hat. Glauben Sie, dass er sich wenigstens bemühen wird, die Erwartung zu erfüllen? Ich wüsste nicht, warum. Also, was hat er für eine Notwendigkeit? Er ist Präsident. Und es könnte natürlich sein, also und das weiß man eben bei ihm nicht, weil er überhaupt nicht einschätzbar ist. Es könnte sein, dass er plötzlich anfängt, doch vielleicht einen Teil von seinen Versprechen einzulösen, wobei ich nicht mal weiß, ob er das überhaupt kann, etwas einlösen, was er versprochen hat. Gehört, ja. Die andere Variante wäre zu sagen, ihr seid schuld, ich mache doch alles für euch. Ich gehe ja nach Saudi-Arabien, mache einen Riesendeal. Wenn ihr immer noch keine Jobs habt, was geht es mich an? Wenn man sich mal anschaut, es gibt eine Gemeinsamkeit, vielleicht eine Enttäuschung irgendwann mal, aber eine Gemeinsamkeit zwischen Trump und seinen Wählern. Das ist der Hass aufs Establishment in Washington, auf das System dort. Ich möchte mal zeigen, dass es dort ein Dokument einer enormen Kränkung. Da ist Trump etwas widerfahren, was er als Fernsehzampano, da hat er den Daumen rauf und runter gemacht und auch Menschen verhöhnt öffentlich, was er erlebt hat als Täter, aber nicht als Opfer. Und wenn Sie sich das mal anschauen, es ist 6 Jahre alt, kann man ihn vielleicht besser verstehen in seinem Handeln. I'm a real American. Ich bin ein echter Amerikaner. Schon der Song zum Einzug von Präsident Obama machte klar, wer an diesem Abend im April 2011 sein Opfer sein würde. Donald Trump gehörte damals zu jenen, die behaupteten, dass Obama in Kenia geboren wurde und deshalb nicht Präsident hätte werden dürfen. Mit seiner Geburtsurkunde bewies Obama gleich zu Beginn das Gegenteil. Niemand ist glücklicher.
Niemand ist stolzer, dass wir den Streit um die Urkunde endlich beenden können, als The Donald. Er kann sich nun wieder um die wirklich wichtigen Dinge kümmern. Etwa die Frage, ob wir die Mondlandung gefälscht haben. Obama redete weiter über Trumps TV-Show Celebrity Apprentice, was so viel heißt wie berühmter Lehrling. Wir alle kennen ihre Referenzen und großen Erfahrungsschatz. Und spottete darüber, wie schwer die Entscheidung sein müsse, welchen Star man als nächsten feuert. Ja, diese Art von Entscheidungen würde mir den Schlaf rauben. Und dann malte Obama unter dem Gelächter der versammelten Washingtoner Elite ein Bild, das viele damals für undenkbar hielten. Sagen Sie, was Sie wollen über Mr. Trump, aber er würde sicher einiges im Weißen Haus verändern. Was sagt die Psychologin und Psychotherapeutin? Was bedeutet eine solche öffentliche Kränkung vor den wichtigsten Menschen der Hauptstadt für einen Mann von der Persönlichkeit Trumps? Es würde für jeden eine Katastrophe sein und für jemanden wie Trump natürlich eine übergroße Katastrophe, weil das ist eine totale Demütigung. Und es könnte gut sein, dass das mit auch ein Impuls ist, dass er sich zur Wahl gestellt hat. Er hat schon zweimal probiert und jetzt hat er es geschafft. Und er haut ja auf Obama drauf, also wirklich offensichtlich. Das heißt, er rächt sich. Und aus Rache, da entsteht Gewalt. Und das ist das Gefährliche, glaube ich, auch sowohl für Amerika als auch für die Welt. Denn wenn es wirklich eines von seinen Motiven war, sich überhaupt der Wahl zu stellen, dann wundert es mich nicht, dass er mit dieser Destruktivität unterwegs ist, wie er unterwegs ist. Darf ich das so übersetzen, dass Sie sagen, ein Mann, der den Atomwaffencode hat, der über Krieg und Frieden entscheiden kann, dass der irgendwann mal sagt, wenn die Welt böse ist zu mir, dann gute Nacht, böse Welt? Im schlimmsten Fall kann das sein, ja. Wir haben es ja gesehen, wie wenig er seine Impulse überhaupt unter Kontrolle hat, wenn er zwischen Hauptmahlzeit und Schokoladenkuchen einfach mal eine Bombe wirft, weil diese armen Kinder gestorben sind. Das heißt, er hat überhaupt nicht die Spanne zu sehen, was erlebe ich und wie handle ich. Und das Ganze noch untermalt wirklich mit einem Rachefeldzug. Dann kann es einem Angst werden. Frau Wadetzki, herzlichen Dank für diese nicht gerade beruhigende Einschätzung. Kommen Sie mit in unsere Runde. Bleiben wir mal bei dem letzten Punkt. Wir haben so viel gehört von den Checks and Balances in Amerika. Wenn Sie diesen Punkt Krieg und Frieden nehmen, Herr Lambsdorff, der Manhattan-Code, wir haben etwas gehört über die Persönlichkeitsstruktur. Das hätte man vor 3 Monaten noch als absurde Küchenpsychologie vielleicht definiert. Jetzt kennen wir ihn im Amt. Teilen Sie die Befürchtungen, die Sie gerade von Frau Wadetzki gehört haben? Greift da noch Checks and Balances, wenn es darum geht, zu drücken oder nicht zu drücken? Also das System für Checks and Balances, was die Kriegserklärung angeht und das Ziehen in den Krieg, ist in Amerika seit Jahrzehnten kaputt. Das hat nichts mit Trump zu tun, sondern amerikanische Präsidenten nehmen es sich seit Jahrzehnten heraus, Truppeneinsätze zu befehlen, obwohl laut der Verfassung dafür der Kongress zuständig ist, wie bei uns in Deutschland, wo wir ja auch eine Parlamentsarmee haben. Das ist ein kaputtes System an der Stelle, das muss man so deutlich sagen. Und es zeigt, was passiert, wenn man Checks and Balances schwächt, dann gibt es den Grund zur Sorge. Wobei, ich muss an einer Stelle, Frau Wadetzki, Ihnen widersprechen. Der Angriff auf diesen Luftwaffenstützpunkt in Syrien, von dem aus der Chemiewaffenangriff geflogen wurde, das war nicht eine Sache zwischen Hauptgang und Schokoladenkuchen, sondern das war die Korrektur eines schweren Fehlers von Barack Obama. Barack Obama hat gesagt, sobald Chemiewaffen eingesetzt werden in Syrien vom Regime, ist eine rote Linie überschritten. Dann wurde diese Linie überschritten und nichts ist passiert. Trump hat mit diesem einen Angriff ganz klar gemacht, diese rote Linie, die Amerika in den Sand gezeichnet hat, die wird durchgesetzt. Und insofern, im Moment haben wir eine Situation, wir haben ein System, das an der Stelle kaputt ist. Wir haben einen Präsidenten, der seine erste militärische Entscheidung, wie ich finde, rational getroffen hat. Man kann jetzt diskutieren, ob man sie richtig oder falsch findet, aber es war rational und sie war begrenzt. Und wir haben, wenn wir nach vorne schauen, so viele Brandherde weltweit, nehmen wir nur mal Nordkorea, dass ich die Sorge, die Frau Gloger hier eben angesprochen hat, die Unberechenbarkeit durchaus teile.
Das ist ein echtes Problem. Herr Schmidt-Ebenbaum, diese Sorge teilen Sie die auch? Nein, finden Sie nicht? Nein, das war ein reiner Schaufensterangriff. Den Angriff, das ist nochmal ein eigenes Thema. Ja. Aber die Grundsorge, dass dort ein Mensch mit narzisstischen, ausgeprägten Zügen unberechenbar, sich selbst widersprechend losschlagen kann, aus welchen Gründen auch immer. Teilen das die Geheimdienste, soweit Sie das kennen, diese Sorge? Gibt es da Vorbereitungen, ihm dann in den Arm zu fallen? Sagen Sie uns jetzt mal was Beruhigendes. Also da ist mein Vertrauen in die Rationalität der amerikanischen Generalität stark ausgeprägt. Das heißt, wenn er den Atomkrieg auslösen will, dass ihm mindestens der ein oder andere General in den Arm fällt. Weil Generalität, Soldaten wissen, was ein globaler Atomkrieg bedeuten würde, was auch schon ein nuklearer Schlag nur gegen Nordkorea bedeuten würde, mit den Konsequenzen für China und andere Anrainerstaaten. Und die würden ihrem Präsidenten in den Arm fallen. Herr Hermeson, Sie kennen das amerikanische System auch. Glauben Sie das auch? Das wäre ja im Zweifelsfall eine Meuterei, Befehlsverweigerung. Ja, aber jeder Angestellte der amerikanischen Regierung hat ja einen Eid auf die Verfassung geschworen und nicht auf eine bestimmte Regierung. Und es sind schon auch selbstständig denkende und handelnde Menschen. Gerade das Militär, wie es angesprochen wurde. Ich würde nicht an Weltuntergangsszenarien so sehr denken, die mir jetzt nachts den Schlaf rauben oder Sorge bereiten. Sondern es ist eher die viel grundsätzlichere Frage, ob Trump, der ein Leben lang immer nur das Recht des Stärkeren hat gelten lassen in seinem Unternehmen, jetzt die Stärke des Rechts anerkennt in unterschiedlichsten Fragen, ja, der eine machtbasierte Ordnung einer regelbasierten gegenüberstellt. Und für uns als Europäer, ganz Europa baut auf Regeln auf, dass ein großes, ein kleines Land sich an dieselben Regeln hält, ja, dass wir internationale Institutionen brauchen, dass er all das in Frage stellt, das macht mir viel größere Sorge. Den Atomkrieg, ehrlich gesagt, wie gesagt, da schlafe ich nicht schlecht. Herr Grundzucker, ich möchte gerne Herrn Grundzucker fragen. Er kann am meisten Geschichte überblicken, Frau Gloger, bitte. Alles gut. Erlauben Sie es mir. Wäre Donald Trump der erste Präsident, der sich in außenpolitische Abenteuer stürzt, um von einer großen inneren Krise abzulenken? Also ich glaube zunächst einmal, da stimme ich Ihnen bei, dass die Erosion der Macht, die wir bei Trump ja erleben, es natürlich für so einen General noch mal leichter macht, ihm zu sagen, nee, dem folge ich alles nicht, ich folge der Verfassung und nicht mehr Ihnen. Dass das ein Präsident ist, der aus Mutwillen heraus so etwas versucht, das glaube ich nicht, weil er im Inneren, glaube ich, eine Spielwiese hat. Aber in der Spielwiese ist, glaube ich, kein verheerender Angriff auf die Welt beheimatet. Ich meine, wir haben vorhin das mit dem Korrespondentendinner gesehen. Wir sehen doch, warum er so gehandelt hat, wie er handelt. Nämlich, er wollte dem Obama eins auswischen und er wollte sich die Präsidentschaft als Feder in sein Haar stecken. Das ist ihm gelungen und ich glaube, weitere Abenteuer hat er gar nicht vor. Ich glaube auch nicht, dass er auf den Atomknopf drückt. Also das glaube ich ganz sicher auch nicht. Weil ich glaube, da sind auch noch Barrieren, um das zu tun. Aber es geht schon auch um die Angst. Also interessanterweise, Sie haben keine Angst, vielleicht weil Sie mehr in dem System drin sind. Aber die Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe, also auch viele Kollegen, die haben wirklich zum Teil große Angst, was passiert mit unserer Welt. Aber das ist, ich sag mal so, die politische Situation, die hat sich ja nun wirklich in den letzten 25 Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges mit einer zwar gefährlichen, aber doch insgesamt stabilen Weltordnung tatsächlich so verändert. Und sie ändert sich weiterhin so. Wir brauchen nur in die Türkei zu gucken. Natürlich muss man Sorge haben um die Entwicklung unserer Nachbarschaft. Und wenn wir nach Nordostasien schauen, kann ich die Sorge auch verstehen. Aber ich glaube, man muss dann den nächsten Schritt machen. Und das ist die Aufgabe nun mal der Politik, das ist die Aufgabe auch der Publizistik, das zu begleiten, zu kommentieren, zu kritisieren. Konzepte zu entwickeln, wie gehen wir denn damit um? Und ich glaube deswegen, wir sollten nicht so sehr darüber spekulieren, wird er jetzt nun aus dem Amt gejagt oder nicht, das haben wir gar nicht in der Hand, das machen die Amerikaner ganz alleine. Herr Baumeister hat gesagt, die amerikanische Demokratie ist sehr krisenfest, ich glaube da auch noch dran, sondern wir müssen fragen, was sagen tun uns wir gerade noch mal, Situation? Wer Herr Baumeister ist? Herr Baumeister ist einer der Zuschauer, die sich gerade... Ach, den meinen Sie? Ich hatte jetzt nach einem großen Politologen gesucht. Ach so, nein, aber ich fand, das, was Herr Baumeister hier als Zuschauer geschrieben hat, war, hätte auch ein Politologe schreiben können. Nein, was ich damit sagen will, ist, die Sorge... Sehen kann Sie mal, was wir für Zuschauer haben. Erstklassig, dass ich den Namen gemerkt habe. So. Respekt. Herr Baumeister, ich lerne.
Also ja zur Sorge, aber ich will es noch mal sagen. Erstens, die Kritik an Trump, und ich finde das sehr gut, was Herr Hermeson hier gerade gesagt hat, die Kritik an Trump bei uns in Europa, die ja berechtigt ist, darf nicht in einen Anti-Amerikanismus umschlagen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir müssen als Europäer, das habe ich eben schon mal gesagt, dafür sorgen, dass unser globales regelbasiertes System, dass es so stabil wie möglich bleibt. Und deswegen ist, wie gesagt, der Zusammenhalt in Europa so besonders wichtig. Und da will ich jetzt mal eine optimistische Note sagen. Mit dem neuen französischen Präsidenten, frisch ins Amt gewählt und mit einer neuen Bundesregierung, oder der alten, ist auch egal, aber im September wird die deutsche Bundesregierung neu gewählt. Dann haben wir zwei Länder in Europa, zwei große, Frankreich und Deutschland, die gemeinsam vielleicht neue Konzepte entwerfen können, wie Europa wirklich so ein Hersteller von Stabilität werden kann. Und das Klein-Klein, das wir manchmal erleben im Moment, tritt ein bisschen in den Hintergrund und wir entwickeln neue Ideen für Europa. Ich würde mir das jedenfalls wünschen und ich glaube, es ist auch unsere Verantwortung. Welche Gräben tun sich auf, wenn Trump sein Amt tatsächlich verlieren könnte, wann auch immer? Das möchte ich Ihnen zeigen. Da gibt es schon Kostproben. Das Washingtoner Establishment erklärt Trump-Wählern den Krieg. Mit solchen Artikeln warnt die Internetseite Breitbart News vor den Folgen einer Amtsenthebung. Mit Blick auf Trumps Wähler heißt es: Grundloses Gerede über ein Impeachment bedeutet, dass sie erneut für ihr Land kämpfen werden. Washington D.C., nimm dich in Acht. Herr Kronzucker, Washington D.C., nimm dich in Acht. Wie ernst sollte man sowas nehmen? Also ich glaube mal, wenn wir an das alte Washington denken, dann nützt es vielleicht mal, auf Benjamin Franklin zu schauen, der einer der Gründerväter war. Und der hat für sich selber einen Tugendkatalog aufgestellt. Den sollte man dem Herrn Trump mal vorhalten. Der beginnt damit: Mäßigung als Tugend. Vermeide Extreme, hüte dich vor Beleidigungen. Zweitens, Gerechtigkeit. Schade niemanden, indem du ihm Unrecht tust. Aufrichtigkeit. Bediene dich keiner schädlichen Täuschung. Entschlossenheit. Nimm dir vor, durchzuführen, was du musst. Bisher 60 Dekrete. Schweigen, sprich nur, was anderen oder dir selbst nützen kann. Und schließlich Demut, ahme Jesus und Sokrates nach. Vielen Dank für diese Auflistung, die so brennend aktuell ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie lange sie schon da ist. Und am Schluss dieser Sendung, man möchte ja nach Hause gehen mit einem Funken Hoffnung. Ja? Und in Teilen, wir haben gehört, in dieser Runde gibt es nicht die Angst, aber Besorgnis, Furcht schon. Ich möchte die Sendung beschließen und Graf Lambsdorff hat mich darauf aufmerksam gemacht, auf unseren Zuschauer Siegfried Baumeister. Und dessen Mail möchte ich am Schluss noch mal vorlesen. Während derselben Zeit hat sich die US-amerikanische Demokratie als zwar keineswegs fehlerfrei, also als hier auch Mist gemacht wurde, hat zwar sich als keineswegs fehlerfrei dargestellt, aber doch stets labil, krisenfest und sturmerprobt erwiesen. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass sie auch Herrn Trump überwinden wird, so oder so. Herr Baumeister, herzlichen Dank. Herr Lambsdorff, herzlichen Dank für den Hinweis. Danke, Sie waren uns ein wunderbares Publikum. Frau Radetzky, herzlichen Dank. Graf Lambsdorff, vielen Dank. Herr Kronzucker, große Ehre. Vielen Dank, Frau Gutlein. Herr Schmidt-Ehmann, danke schön. Herr Hermeson, vielen Dank. Faktencheck gleich. Und die Tagesthemen haben wir natürlich heute auch. Und ich frage mal, was Pina Atalay heute als Aufmacher hat. Bei uns wird es auch unter anderem um Trump gehen. Wir blicken nach Israel, die zweite Station seiner Auslandsreise und wie Trump sich auf diesem schwierigen politischen Terrain geschlagen hat. Und außerdem Thema das Wahlprogramm der SPD. Darüber spreche ich mit Kanzlerkandidat Martin Schulz. So beginnt die Sendung gleich in den Tagesthemen. Spannender Aufmacher. Vielen Dank. Gleich in den Tagesthemen mit Pina Atalay. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Faktencheck. Und Sie bleiben bitte dran. Faktencheck so kurz vor Mittag, morgen. Und nächste Woche sehen wir uns wieder hart, aber fair nach einem hoffentlich spannenden Fußballspiel mit einem interessanten Thema. Lass uns überraschen.